Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 156. Und das heißt, lieber Philipp, Depotrückblick. Herzlich willkommen am Tiefpunkt. Wir sind zurück am Tiefpunkt. Die Märkte sind wieder gefallen. Und Philipp, wie war sonst deine Woche? Hast du wieder nicht viel mitbekommen von der Börse? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich bin in Brüssel, große internationale Dentalmesse. Und ist aber auch, glaube ich, ganz gut so, dass ich nicht so viel mitbekomme. Jeder, der uns auf Instagram folgt, sieht ja auch, dass, was ich gar nicht wusste, es scheint so hier aus dieser belgischen Region die Schlümpfe zu kommen. Überall findet man die Schlümpfe. Und gestern habe ich ja ein passendes Bild dazu gepostet, wie ich aktuell alles so ein bisschen einschätze. Also folgt uns da doch sehr, sehr gern. Und du sagtest Tiefpunkt. Warum haben wir denn jetzt den Tiefpunkt erreicht? Naja, zumindest die letzten Tiefs sind wir wieder angefahren, weil ja natürlich jetzt, ich sag mal, die Unsicherheit weiter da ist, die Märkte sind weiter unter Druck und auch, ich sag mal, die Inflation ist ja weiter hoch gewesen und dementsprechend auch die Rezessionsängste, die eben da sind. Und das drückt die Märkte weiter. Außerdem natürlich die Zinsen, die weiter steigen, auch am Anleihemarkt. Und das tut natürlich dann dementsprechend weh am Aktienmarkt. Und ja, jetzt haben wir die alten Tiefs erreicht, gerade auch in den großen Indizes. Der Dow Jones liegt sogar einen Ticken drunter. Und mal schauen, wie es jetzt die nächste Woche bzw. den neuen Monat weitergeht. Da können wir gespannt sein, ob wir jetzt dann doch im letzten Quartal eine Rallye sehen. Was hast du denn uns denn mitgebracht, Philipp? Ich habe heute dabei, wir werden sprechen über digitale Unterschriften, dann Apple, des Weiteren spreche ich über Intel, wir sprechen über natürlich die Deutsche Bahn, da natürlich auch wieder Flop der Woche, dann gibt es natürlich alles aus meinem Depot, was habe ich gekauft, verkauft, welche Dividenden gab es und ich habe jetzt auch noch was Neues. Bei den Dividenden habe ich jetzt in meiner Excel das so gemacht, dass ich jetzt auch sagen kann, wie ist meine Dividendenrendite erwartet. Ich glaube, das wird auch nochmal ganz spannend, also dass jeder auch so ein bisschen weiß, wo steht eigentlich die persönliche Dividendenrendite. Ich brauche die Unterstützung der Community, ich brauche ein paar Investmentideen, ich bin mir noch nicht sicher, was ich kaufen soll. Also ja, vieles doch, was es doch so gibt. Was wird es denn von dir heute geben? Ja, ich habe ein paar Unternehmensmeldungen mitgebracht. Außerdem soll es heute um Lachs gehen. Auch da gab es interessante Meldungen diese Woche. Der Porsche IPO wird natürlich auch eine Rolle spielen in dieser Woche. Der Pharmasektor und auch Ubisoft ist wieder mit dabei. Natürlich auch bei mir alles rund um das Thema Depot. Wie hat sich das Ganze entwickelt im September? Und dann später eine Investmentidee, die ich schon mal hatte. Dann würde ich vorschlagen, starte doch mal mit den Unternehmensmeldungen und tu mir nicht so sehr weh mit Nike. Ja, okay, aber wir fangen erstmal mit Cintas an. Ja, man soll ja mit den guten Dingen starten und sie sind ja auch bei uns im MVI-Depot mit dabei und sie haben den Umsatz deutlich gesteigert, 14,2%. Die Vermietung von Kleidung ist auch gestiegen um 12,6%. Also hier sieht man, dass es weiterhin nicht gespart wird an Uniformen oder eben auch an Ausrüstung für die öffentlichen und natürlich auch für Kommunalebenen. Ne, da wird immer weiterhin Geld ausgegeben, damit eben auch die Mitarbeiter entsprechend gekleidet sind. Die Bruttomarge bei 47,5% weiterhin sehr, sehr stark. Auch der Gewinn je Aktie ist mit 9% sehr, sehr gut gestiegen. Der Ausblick für das Jahr 2022 wurde sogar nochmal angehoben. Also Glückwunsch, Philipp, wir haben hier doch wirklich einen sehr robusten, der offensichtlich gut durch die Krise kommt. 100 Millionen mehr Umsatz als erwartet, können sich also auch sehen lassen. Und dann auch der Gewinnausblick selber, also nicht nur der Umsatz angehoben, sondern der Gewinnausblick, der eben deutlich nach oben korrigiert wurde. Zinszahlungen sollen auf 110 Millionen Dollar ansteigen im kommenden Jahr, statt die 88 Millionen in diesem Jahr. Das ist mal spannend, weil natürlich die gestiegenen Zinsen auch hier zu, ich sag mal, einem Ergebnis führen. Und hier sieht man mal, was dann eigentlich passiert, wenn die Zinsen so steigen. Und hier in dem Falle sind es tatsächlich ganze knapp 20 Millionen Dollar. Paychecks, die sind auch bald. Ja? Ja, wir sind auch aktuell bei Cintas 17,8% plus und haben auch schon 1, 2, 3, 4 Mal Dividende erhalten. Also hier muss man doch sagen, kann man doch wahrscheinlich ganz gut auch mit leben, so wie sich Cintas bis jetzt entwickelt hat. Für alle, die sich für Cintas interessieren, in den Shownotes gibt es auch eine Analyse von Peter. Und wir können das ja ganz transparent sagen, Marcel. Wir haben bis jetzt, warte, ich habe hier 3 eingetragen. Oh, die 4. trage ich schnell ein. Da haben wir
als letztes 1,70 € bekommen an Dividende. Und wir haben jetzt bekommen 5,98 € Dividende und haben eine Dividendenrendite, eine persönliche von 0,89%. Also 0,89%, weil wir ja viermal bekommen haben, haben wir von unserem Investment schon wieder rausgeholt. Das wollte ich nochmal ganz kurz ergänzen. Ja, sehr gut. Und das ja sind das natürlich ein Dividendenwachstumswert und kein Dividendenmonster, keine Frage. Paychecks, wir sind beide auch hier investiert. Auch da gab es Zahlen und wir können zufrieden sein. Lieber Philipp, hier wurde auch der Gewinn um 6 Dollar Cent übertroffen auf 1,03 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 12% auf 1,2 Milliarden Dollar. Also sieht man auch, dass der Arbeitsmarkt weiterhin noch interessant bleibt und nicht allzu viel verloren gegangen ist. 40 Millionen konnte man also hier überbieten. Und auch hier hat man die Prognose seitens des Gewinns erhöht. Gerade im Hinblick darauf, dass viele Kosten steigen, finde ich das immer sehr bemerkenswert, wenn es Unternehmen schaffen, hier sogar nochmal die Prognose für den Gewinn zu erhöhen. Also wirklich Chapeau. Auch hier wirklich ein sehr robustes Unternehmen, welches ich aus meinem Depot nicht mehr hergeben möchte. Ich bin ja schon relativ lange in Paychex investiert, nämlich seit dem 23.10.2018, also nächsten Monat sind es dann auch schon 4 Jahre. Und hier sieht man auch ganz klar langsam den Zinseszins. Also ihr wisst ja, ich bin über 100% jetzt auch schon im Plus. Und ich habe angefangen, Marcel, mit einer persönlichen Dividendenrendite von 3% und liege jetzt schon 2 Jahre später bei 4,56%. Und habe auch schon aufgrund der Dividenden, die ich erhalten habe, ich habe jetzt insgesamt schon 9-mal Dividende erhalten, also sie zahlen ja jedes Quartal, habe ich schon 7,74% meines Investments zurückbekommen. Also das sieht man hier auch natürlich. Und das macht dann natürlich auch immer Sinn, dieses Investment dann wieder zu reinvestieren, um hier dem Zinseszins einen weiteren Boost natürlich auch zu geben, kurz- und lang- sowie mittelfristig. Genau, und ja, kurzfristig tat es wahrscheinlich weh, Philipp, und da muss ich jetzt auch nochmal rein in die Wunde. Langfristig wird es aber, denke ich, trotzdem auch ein erfolgreiches Investment sein, und zwar die Aktie von Nike, denn auch hier gab es jetzt kürzlich erst die Quartalszahlen. Der Gewinn 1 Cent über den Erwartungen, immerhin was Positives. Ja, auch hier fangen wir mit dem Positiven an. Der Umsatz konnte um 3,6% klettern auf 12,7 Milliarden Dollar knapp. Das sind 410 Millionen mehr als erwartet, also auch nicht ganz so schlecht. Aber nun kommt eben das Problem. Also der Umsatz von Nike direkt selber mit 5,1 Milliarden Dollar ist das auch nicht ganz so schlecht gelaufen. 8% gewachsen, das ist auch schon gut. Und wenn es währungstechnisch besser gelaufen wäre, wären hier sogar 14% runter oder rausgekommen am Ende. Der Umsatz von Nike Brand Digital stieg sogar um 16%. Und auch hier wären es 23% gewesen, wenn die Währungseffekte keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Die Bruttomarge ist aber eben das Problem. 220 Basispunkte ging es runter auf 44,3%. Immer noch sehr hoch, wenn man es mal absolut betrifft oder wenn man anschaut. Aber wenn man jetzt natürlich die Entwicklung sieht, dass es hier noch deutlich nach unten ging, ist das natürlich nicht ganz so Zucker für die Anleger. Man muss auch sagen, dass hier natürlich die Kosten stark gestiegen sind. Außerdem die Lagerbestände von Nike, die sind recht hoch. Hier muss man natürlich auch erstmal viel abbauen. Die Transportbestände sind eben sehr, sehr teuer. Die Lieferketten und all das ist eben jetzt nicht unbedingt etwas, was Rückenwind gibt für Nike. Aber man muss es sportlich sehen. Auch hier vielleicht eine gute Chance zum Einsteigen. Jetzt 10% die Aktie am frühen Freitagmorgen am Start. Das heißt, also hier gibt es nochmal einen schönen Rabatt. Wenn man langfristig überzeugt ist, kann man durchaus mal überlegen, vielleicht hier den Dip mitzunehmen. Und sollte dieser Freitag, wir nehmen hier zum Freitagmorgen auf, doch recht gut, ja, starten, dann hätte man vielleicht sogar schon eine kleine Rebound-Chance. Denn langfristig sieht es ja bei Nike jetzt auch nicht schlecht aus. Wie fühlst du dich damit? Ja, also ich finde tatsächlich total überzogen, auch hier schon wieder. Klar, man hat hohe Lagerbestände. Ich denke, man wollte auch dem ganzen Thema Lieferkettenschwierigkeiten etc. Entgegenwirken. Ich bin gespannt. Ich glaube, für die Kunden, also für uns, ist es natürlich eigentlich von Vorteil. Ich glaube, wir werden das große Glück haben, dass wir ordentliche Rabattaktionen in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden. Also wer sich Klamotten kaufen möchte, der sollte vielleicht noch ein bisschen sein Pulver trocken halten. Aber ich gehe doch sehr gelassen ran. Wir haben auch die WM natürlich dann in Katar. Das dürfte auch nochmal einen kleinen Schub geben. Und deswegen bleibe ich doch relativ entspannt. Was denkst du denn? Ja. Klar, ich bin diesen Monat eingestiegen, bin jetzt erstmal schön über 10% in den Nassen.
Aber man kann natürlich auch irgendwann vielleicht nochmal über einen Sparplan zum Beispiel auch nachkaufen. Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Ja, ist kurzfristiger Natur und witzig oder interessant fand ich auch, dass dieses Direktgeschäft war ja so das Ding überhaupt, dass man jetzt noch mehr an die Kunden direkt verkaufen konnte über die App. Und das ist zwar weiterhin gewachsen, aber auch hier konnte man nicht mal auf seinem eigenen Channel die Margen halten. Also auch da sieht man, und das ist gut so, dass sie diesen Channel da haben. Hätten sie den nicht, wäre es natürlich noch deutlich schlechter. Insofern, ja, müssen sie weiter auf dieses Direct-to-Consumer-Geschäft weiter pochen. Und wenn das gelingt, glaube ich, wird das langfristig kein großes Thema sein. Eine Delle in einer Wachstumsstory, die gehört nun mal dazu. Dann gab es eine Dividendenerhöhung. Starbucks, und du weißt, lieber Philipp, ich bin jetzt schon eine Weile investiert wieder. 8,2% erhöht, nicht schlecht. Gerade auch in diesen Zeiten, da sieht man, da ist Musik da, das gefiel mir gut. Und die Aktie ist ja auch gut gelaufen und hält sich auch nach wie vor recht gut auf einem sehr schönen Niveau. Insofern auch das eine schöne Nachricht. Und außerdem gab es noch was Neues von Warta. Wir hatten ja als erst kürzlich davon berichtet, dass hier die Prognose gesenkt wurde, ziemlich heftig sogar. Und sie waren ja auch Teil Flop der Woche vor einigen Wochen. Und nach den schwachen Zahlen, also es war letzte Woche, glaube ich sogar, und nach diesen schwachen Zahlen gab es jetzt eben auch den Rücktritt von dem CEO Herbert Schein. Der ja, räumt seinen Posten. Markus Hackstein übernimmt jetzt den CEO und ab dem kommenden Jahr wird der Herr Schein eine eigene Warta-Gesellschaft leiten, die sich rund um E-Mobilität und Battery Packs kümmert. Das heißt, eine eigene, ja, ein eigenes Unternehmen aus dem Hause Warta, wenn man so möchte, die sich einfach nur auf diesen Teil des Unternehmens spezifisch konzentriert und das normale alltägliche Geschäft bleibt eben ganz normal bei Warta. Eine Abspaltung soll es nicht werden, das ist wirklich dann nur, ich sag mal, eine neue Restrukturierung und ja, Herbert Schein scheint da sehr ambitioniert zu sein und soll sich dann nur darauf konzentrieren. Interessante Geschichte, aber Warta hat trotzdem 10% verloren nach dieser Nachricht. Ich denke, man muss auch wieder hier sagen, wir beide sind ja nicht überzeugt von Warta. Und das ist auch ganz wichtig, man versucht natürlich, wenn eine Aktie so weit runtergekommen ist, versuchen die Unternehmen natürlich hier irgendwo Fantasie mit ins Spiel zu bringen, weil am Anfang machen natürlich auch immer Wachstumsfantasien die Kurse, irgendwann sind es aber langfristige Gewinne und Umsätze. Und wir sind beide, ja, das wollen wir hier an der Stelle auch nochmal sagen, nicht überzeugt, dass Warta hier der Champion wird im Bereich der Batterien und E-Mobilität. Oder wie siehst du das? Ja, also sie können es schon werden, ne? Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht machen könnten, aber es ist eben ein sehr, sehr disruptives Geschäft, sehr, sehr teures Geschäft. Das haben wir gesehen. Die Kosten sind enorm. Und ja, wer viel in den Maschinenraum reinwerfen muss, da muss auch viel rausfallen. Und wenn das gelingt und dann endlich auch wieder Umsätze gesteigert werden können, Gewinne gesteigert werden können, dann sieht das alles ja schon viel, viel besser aus. Also müssen wir auf jeden Fall abwarten. Im Moment bin ich völlig bei dir und würde da auf jeden Fall nicht annähernd daran denken, einzusteigen. So, Marcel, du musst mir jetzt mal was erklären. Und du musst mir erklären, wenn man sagt, man ist eine Wachstumscompany, also ein Unternehmen, was stark wächst, ein Unternehmen, das profitabel sein möchte, warum und von Innovation lebt, warum ist es dann richtig, 9% der Mitarbeiter zu entlassen, damit man weiterhin stark wächst und profitabel ist? Hat man dann in der Vergangenheit nicht gut gewirtschaftet oder wollte man zu viel? Ich rede von DocuSign. Sie haben bekannt gegeben, dass Sie 9% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen wollen. Das soll ungefähr 40 Millionen Euro, Dollar kosten, 40 bis 50 Millionen Dollar. Und man macht das, um das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben. Und natürlich möchte man die operative Marge dadurch heben. Das kann ich ein bisschen verstehen. Aber warum soll es gut fürs Wachstum sein, wenn man 9% der Mitarbeiter entlässt? Hat man dann 9% zu viel eingestellt oder 9% schlechte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt? Was meinst du? Na, also ich kann das total nachvollziehen. Also es macht total Sinn auch. Es klingt zwar erstmal nicht schlüssig, aber tatsächlich ist es so ich sag mal, ein Wachstumsweg ist ja auch geprägt von ja, Umständen. Und diese Umstände sind eben jetzt gerade nicht allzu günstig. Das heißt, man hat gewisse Überkapazitäten in guten Zeiten aufgebaut. Und jetzt, wo man eben, ich sag mal, auch wieder ein bisschen fokussieren muss, dass die Gelder, die man hat, an der richtigen Stelle eingesetzt werden, dann wird man eben effizienter plötzlich. Und das ist auch, ich sag mal, ein marktbereinigendes Element. Und deswegen sind die Firmen auch natürlich dementsprechend genötigt, auch die Mitarbeiter hier und da mal zu entlassen. Sowas baut sich dann in der nächsten Rallye auch wieder auf, wenn das Wachstum zurückkehrt, wenn die Weltwirtschaft wieder besser läuft, wenn es eben weniger Gegenwind gibt. Und wenn das dann der Fall ist, kommen die Leute auch wieder zurück an ihre Arbeitsplätze und
allgemein, sage ich mal, ist es nicht ganz so dramatisch. Es wird zwar viel entlassen, aber offensichtlich ist der Arbeitsmarkt ja immer noch in den USA sehr, sehr stark und sehr robust, was wiederum natürlich die Fed anhält zu sagen, okay, wir können weiter aggressiv auch die Zinsen erhöhen, denn offensichtlich scheint es ja in der Wirtschaftswelt nicht wirklich Schaden anzurichten. Insofern, DocuSign 9%, ich meine, ja, ist natürlich immer blöd für den jeweils einzelnen Mitarbeiter, der dann natürlich jetzt ja, seinen Job verliert. Auf der anderen Seite gehört das wahrscheinlich einfach mit dazu. Wie an der Börse geht es auf und ab und so ist es auch bei den Mitarbeitern und durchaus macht es dann eben Sinn, hier Gelder einzusparen. Lachszucht war diese Woche ebenfalls ein großes Thema und wir kennen ja so die ja, Lachszuchtunternehmen Leroy Seafood, Mowi, Salma, alles so klassische Dividendenwerte unter anderem, die in Norwegen beheimatet sind und man hat eigentlich immer so, ich sag mal, so einen gewissen Aufwärtstrend gehabt, auch immer ein bisschen volatil. Natürlich hier und da immer wieder, wenn irgendwelche Umweltprobleme waren, ging es auch mal wieder rasch nach unten. Ist natürlich immer ein schwieriges Geschäft, auch moralisch natürlich für viele immer so eine gewisse Sache. Ne? Man hört auch vieles Schlechtes über Mowi, dass sie eben Umweltschäden anrichten und so weiter und so fort. Aber diese Woche standen sie aus anderen Gründen im Fokus und zwar all diese drei genannten, auch Bakkafrost unter anderem, waren stark unter Druck. Zwischen 20% und 30% gingen die Aktien in die Knie. Und ich dachte erst, es lag natürlich hier an dem Anschlag an den Pipelines in der Ostsee. Aber das ist nicht der Fall. Der Fall ist, dass die norwegische Regierung vorgeschlagen hat, mit Wirkung zum Steuerjahr 2023 eine Ressourcensteuer auf Lachs- und Forellenzucht von 40% für gewisse Mengen einzuführen. Also, das ist schon heftig dann, weil nämlich der Gesamtsteuersatz für Lachs- und Forellenanbau dann 62% beträgt. Das ist schon ziemlich hoch. Und jetzt ist das natürlich noch nicht durch, es ist nur ein Vorschlag, aber es hat sofort Spuren hinterlassen bei den jeweiligen Produzenten. Und da ging es eben dann doch rasch in die Knie. Wenn das umgesetzt werden sollte, heißt es natürlich dann auch echte Margendruck. Und ob dann die Dividende gehalten werden kann, ist dann auch fraglich. So hat man es ja schon im letzten, ich glaube im Pandemiejahr gesehen, dass Mowi die Dividende streng, sehr stark eingekürzt hat. Einfach aufgrund dessen, dass sie die finanziellen Mittel benötigten. Und so könnte es dann eben auch kommen. Deswegen hier würde ich den Rücksetzer tatsächlich mit Vorsicht betrachten. Nicht als Chance, weil die Dividendenrendite sieht natürlich jetzt heftig gut aus wieder, teilweise. Aber ob die auch dann gehalten werden kann, da wäre ich eher skeptisch. Philipp, ich weiß, du isst ja auch gern Lachs. Ja, definitiv. Kannst du dir denn eigentlich vorstellen, dass das so durchgeht im Parlament? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man seine eigene Wirtschaft so kaputt macht. Ja, ist schwierig. Also wenn die Steuern eh schon so hoch waren und ich weiß jetzt auch nicht, wie so der Trend innerhalb des Landes in Norwegen ist. Ja, so, es wird ja auch, ich sag mal, innenpolitisch sehr diskutiert und vielleicht ist die Bevölkerung auch mit den ja, jeweiligen Ressourcen vielleicht nicht ganz so zufrieden, dass ja Überfischung und Co. Ja, möchte ich jetzt auch, habe ich jetzt auch nicht wirklich zu sehr reingeschaut bei Mowi, wie das funktioniert und ob das jetzt am Ende wirklich schädlich ist. Da wird ja auch viel gesprochen und ja, auch teilweise viel Unsinn erzählt. Andererseits scheint es ja hier irgendwo einen Willen zu geben für diese Richtung und wenn das eintritt, ist es zumindest erstmal schlecht für die Unternehmen, die da hier betroffen sind. Vielleicht kann uns ja jemand, der investiert ist, in eines der Unternehmen mal eine kurze E-Mail schreiben, dass wir das auch nochmal nachreichen können hier zum Podcast, dass wir einfach nochmal wissen, wieso, weshalb und warum das gut ist, weil ich dachte immer, die haben diese Farm, aber dass sie gar nicht die Meere leer fischen. Ja eben, das war auch immer mein Bild, also gerade bei Mowi dachte ich tatsächlich, dass sie ihre eigenen, ich sag mal, Abgrenzungen im Meer haben und da natürlich züchten, ja, das ist natürlich Massentierhaltung, keine Frage bei Fischen, aber am Ende des Tages eben doch eine gewisse, ja, also so, dass man es eben jetzt nicht so umweltunverträglich macht, aber ich bin jetzt auch nicht nah genug dran, weil ich auch nicht investiert bin, um das jetzt, ja, mit letzter Instanz zu verteidigen und würde da auch meine Meinung natürlich in die Richtung anpassen, wenn es, ja, ich sag mal, mit fundamentalen Argumenten hinterlegt ist, dass es tatsächlich umweltschädlich ist. Wäre mal interessant, also liebe Grüße an die Community, die hier vielleicht mal ein bisschen mithelfen kann. Mich würde mal interessieren, was so ein Fisch dazu sagt. Ob er denkt, dass er in Massentierhaltung leben muss, wenn er in einem Schwarm unterwegs ist. Na gut, kann sein. Wenn dem aber so ist, du bist in etwas investiert und das ist nämlich Apple. Und Apple hat dazu entschieden, dass sie ihre Abhängigkeit von China verringern möchten und sie werden das iPhone 14 auch anfangen, in Indien zu produzieren. Immer mehr und mehr auftragsfertiger Zulieferer siedeln sich in Indien an und verlassen China. Und das könnte für China und für ihre Wachstumsstory auch in
ich würde mal sagen, mittlere Zukunft tendenziell auch ein bisschen bedrohlich sein für dieses ganze Wirtschaftsmodell, auch den Wohlstand und auch natürlich auch für das Wachstum. Bis 2025 wird der Konzern rund ein Viertel aller Produkte außerhalb Chinas fertigen lassen. Das ist natürlich nicht viel. Aber wenn man überlegt, wie viel Umsatz Apple doch macht und wenn davon ein Viertel einfach mal abwandert, woanders hin, schwierig. Also ich glaube tatsächlich, wir sehen hier einfach einen nächsten Schritt in der Globalisierung. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Also mehr und mehr Diversifikation, dass es hier nicht zu solchen Problemen kommt, wie zum Beispiel diese, dass man so abhängig ist von dieser Null-Covid-Strategie zum Beispiel, auch wie sie China durchführt. Ich glaube persönlich für die Apple-Aktie und für das Unternehmen sowie für Kunden und Anteilseigner ist das hier der richtige Schritt. Und ich weiß nicht, ob du auf Twitter gesehen hast, dass Tim Cook auch im Moment in Europa unterwegs ist. Er war auf dem Oktoberfest und weißt du, mit wem er ein Bild gepostet hat? Und vielleicht, hier Nein. gibt es ja wüste Spekulationen, dass es eine tiefe Männerfreundschaft gibt zwischen dem CEO Tim Cook und Kai Pflaume. Ach Quatsch, Ja, das ist ja witzig. er hat ein Bild gepostet mit Kai Pflaume. Stark, nicht schlecht, Kai. Coole Geschichte. Als Apple-Aktionär finde ich das auch wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Also auch eine gute Entwicklung, weil man muss sich diversifizieren. Und eigentlich wundert es mich, dass China noch nicht auf die Idee gekommen ist, Apple irgendwo zu sanktionieren. Gerade auch im Hinblick, dass, ich sag mal, auch die USA natürlich viele Schritte tätigt gegen die chinesische Wirtschaft oder gegen die chinesische Regierung eher. Und da bin ich froh, dass bisher noch nicht gekommen ist. Liegt vielleicht auch daran, dass die Chinesen selber alle iPhone nutzen. Und ja, dann wird es ja auch nicht billiger für sie. Insofern könnte dieser Schritt natürlich auch noch weiter weg liegen. Damit muss man trotzdem jederzeit leben. Also diese Nachricht, ich sehe es irgendwie schon bei Xi Jinping Alpha reinflattern, dass irgendwie China irgendwelche Schritte dagegen unternimmt. Aber bis jetzt, Chapeau, weiter so. Und Apple macht genau das Richtige. Und in Indien ist ja auch einiges an Arbeitskräften da und natürlich auch eine gewisse Kompetenz und ja, auch eine gute Chance natürlich für die indische Wirtschaft hier weiter zu wachsen, was ja auch nicht ganz schlecht sein kann. Philipp, hast du diesen IPO mitbekommen diese Woche? Ja, sicher. Porsche ist jetzt endlich wieder an der Börse selbstständig gelistet. 911 Millionen Porsche-Aktien gibt es. Nur ein Teil davon hat es jetzt erfolgreich an die Börse geschafft, weil natürlich der größte Teil weiterhin bei der Familie bleibt und natürlich auch bei Volkswagen, keine Frage. Und mit 82,50 wurde das obere Ende der Preisspanne eben auch erreicht. 7,7% der ausgegebenen Aktien sind im Privatbesitz. Also nicht an den großen Investoren und der Rest ist alles an die großen Investoren gegangen, unter anderem ja auch Katar bzw. T. Rowe Price Group, die ebenfalls einen gewissen Anteil hält. 82,5 Euro waren dann auch zum Handelsschluss, ja, die Marke, die beim ersten Handelstag beendet wurde. Zum Tageshoch waren es mal kurzzeitig 86, 76, also wir sehen, nicht allzu üppig nach oben gegangen, natürlich auch aufgrund der schwachen Marktlage. Es war jetzt kein Bullentag, muss man wirklich sagen. Und ja, jetzt hat man hier 76 Milliarden Market Cap mit Porsche. Das ist schon recht groß, in dem Falle sogar größer als Mercedes-Benz und BMW einzeln. Und VW liegt auch nur knapp selbst drüber. Und es ist, und ich finde es ein bisschen erschreckend als Statistiker, der größte Börsengang seit der Telekom. Das ist natürlich schon sehr, sehr lange her und zeigt eigentlich auch, wie wenig Nachfolge kommt. Auch, ich sag mal, wirklich mit Ambition eines Global Players und dass jetzt eben Porsche ja über 20 Jahre später dann erstmal diese Marke nur knapp unterliegt, das ist schon eigentlich gar nicht so schön für Deutschland. Für die Mutter Volkswagen heißt es am Ende 10 Milliarden Dollar ein 10 Milliarden Euro Einnahmen durch diesen Börsengang und diese sollen wiederum verwendet werden für die E-Autos und die Digitalisierung. Haben sie sicherlich Not, denn ich habe dich ja kommentiert, also mit markiert in einem Beitrag unter Volkswagen selbst. In einem Post, wo es darum ging, dass die Digitalisierung und wie sie softwareseitig eben doch, ich sag mal, bestimmte Pakete angeboten haben und dann, wenn man die Kommentare unten drunter gelesen hat, alles VW-Fans, alles sachliche Kritik, aber alle mit einem Tenor, dass die Verbindung nicht stabil ist, dass es immer wieder trennt, dass es immer wieder zu Stockungen kommt und das alles scheint also noch nicht wirklich zu Ende ausgereift sein und ich glaube, da muss viel passieren und da sind die 10 Milliarden Euro sicherlich herzlich willkommen. Aber du hast vergessen, jetzt gerade zu erwähnen, dass natürlich auch VW das Geld sinnvoll ausgeben möchte. Sie Ach sehen ja, wahrscheinlich stimmt. nicht mehr die Möglichkeiten im VW-Konzern gegeben. Deswegen wird es vermutlich auch eine Sonderdividende geben für die Aktionäre, also dass sie hier
irgendwo noch Glück haben, noch ein bisschen mehr von diesem, doch von diesem guten Börsengang zu profitieren. Ich persönlich finde, es hätte auch der Flop der Woche werden können, weil wie man in so einem Marktumfeld so eine wahrscheinlich starke Marke, so ein tolles Brand, wahrscheinlich eines der meisten oder wertgeschätztesten Marken der Welt an die Börse bringen kann, ist mir ein Rätsel, wenn man dann doch eher vorhat, das Geld einfach rauszupulvern in Form von Dividenden. Aber dazu hast du jetzt noch was zu sagen. Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, mit welcher Ambition Oliver Blume da die Glocke an der Börse geschwungen hat, 40 Sekunden lang, also das sah schon sehr ambitioniert aus. Was ich aber relativ gut finde, ist, dass zumindest die Porsche-Belegschaft noch einen IPO-Bonus bekommt von 6.600 Euro. Auch mal nicht ganz schlecht, ja, dass wenigstens auch die Belegschaft ein bisschen davon profitiert, dass man jetzt auch an der Börse ist. Und ja, gut, was wiederum weniger schön ist, wie ich finde, ist, dass Oliver Blume und der Vorstand noch überproportional stark an dem IPO als Bonus mitbekommen. Also sprich einfach nur, dass sie an die Börse gegangen sind, gibt es einen IPO-Bonus für das Management. Also vielleicht auch das ein Grund, warum man sagt, jetzt aber schnell ran da. Also Ja, ja, also es ist schwierig. auch verrückt und dass das ganze Thema auch meines Erachtens nach, das ist ein bisschen auch politisch alles gewollt, wenn ich so sehe, dass man, wie weiß, 911 Millionen Aktien an die Börse bringt. Also, naja, Leute, ich glaube, man sollte nicht anfangen, ja, sich so ein bisschen kindisch am Kapitalmarkt zu benehmen. Kleine Das, Korrektur, 911 sind es insgesamt und an der Börse sind irgendwie um die 100, ja, also sind 110 Millionen an der Börse ja, 10 gelistet. Prozent haben sie an die Börse gebracht. Ja, genau, richtig. Das nochmal so Also, zum Verbildlichen. verrückt. Es gibt einen neuen Milliardenmarkt, den hat der Chipkonzern Intel für sich einfach mal kurzfristig entdeckt, nämlich das Softwaregeschäft. Und man hat jetzt überlegt, man will einfach mehr aus seinen 20.000 Programmierern herausholen. Und Intel bietet nämlich zu ihren Produkten auch oftmals Software an. Und diese Software wird gar nicht monetarisiert. Und jetzt haben sie sich überlegt, jetzt werden wir das einfach mal umstellen und man nennt das Ganze Project Amber. Und dabei bietet Intel Sicherheitslösungen für Unternehmen an, macht natürlich auch Sinn, Chips für Rechenzentren etc. pp. Nur muss es natürlich auch ja, Kunden geben, die noch so richtig auf die Intel-Produkte abfahren. Und wenn ich mir den Börsenkurs angucke, dann sieht das nicht so aus. Nichtsdestotrotz muss man hier natürlich warnen, die Aktie sieht sehr, sehr günstig aus. Ich weiß nicht, ob wir beide es mal vielleicht kurz aufmachen, dass wir einfach mal kurz, ich kurz etwas über das Fundamentale sage und du dann auch nochmal zum Chart, weil wir haben natürlich hier ein KGV von 12, eine Dividendenrendite von 5,38%. Das ist natürlich stark. Und auf dem Niveau minus 50% in einem Jahr würde ich jetzt auch nicht mehr verkaufen, wenn ich investiert wäre, sondern tendenziell glaube ich, könnte man vielleicht ja auch eine spekulative Position in einem großen Depot aufbauen, weil ich glaube, Intel wird vielleicht auch mit diesem hervorragenden CEO, Pat Gelsinger, ich glaube, er ist ein richtig guter, könnten sie hier auch zum Foundry-Produzenten werden. Ich würde Intel nicht abschreiben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch weiter runtergeht hier stark mit den Umsätzen, was die Gewinne bringen. Wird man sehen, glaube ich, hier könnte es eine kleine Korrektur auch geben in den nächsten Jahren, Umbaukosten, Restrukturierungskosten. Dennoch glaube ich, sie sind Gefangene ihrer selbst, das heißt, sie werden die Dividenden nicht kürzen und sie werden auch nicht aufhören, Dividenden zu bezahlen und auch zu erhöhen. Und für alle, die ein solides Dividendeninvestment suchen mit einer potenziellen günstigen Bewertung, finde ich persönlich, könnte auch bei 110 Milliarden Market Cap, also wir erinnern uns, wir sind über 50% runter. Glaube ich persönlich, könnte man hier vielleicht einen Einstieg wagen, wenn man natürlich davon ausgeht, dass dieses Thema Auftragsfertigung etc. pp., Diversifikation, das könnte auch ein guter Hedge sein, so leid es mir tut, natürlich auch gegen Taiwan Semiconductor, weil man ja dieses politische Risiko nicht dabei hat. Ja. Also ich finde die Bewertung langsam sehr, sehr attraktiv und man sieht auch, die meisten setzen auch nicht auf den Untergang von Intel, weil die, das Short Interest, also die Shortquote, liegt nur bei 1,58%. Was sagst du denn charttechnisch? Sind wir hier noch bei einem fallenden Messer oder haben wir langsam hier einen leichten Boden? Ja, also Anfang des Jahres wurde ja der langfristige Aufwärtstrend verlassen bei Intel
Und dementsprechend kam natürlich Verkaufsdruck rein. Dann jetzt natürlich noch die ganzen Themen, die eben hier der Wirtschaft ja, entgegenfliegen. Und Intel ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, so stark runtergekommen, das hätte ich überhaupt nicht auf den Schirm. Ich dachte, sie sind immer noch in ihrer Seitwärtsphase, weil ich sie jetzt auch nicht auf der Watchlist habe. Und ich bin jetzt bei dir. Man ist jetzt auf die alten Hochs von 2013, nochmal 2013, also fast vor 10 Jahren, zurückgefallen. Und ich glaube, das ist natürlich überverkauft. Und das zeigen auch die Indikatoren. Und gerade jetzt hier an dem Punkt bei 26 Dollar ist es durchaus denkbar, dass wir hier natürlich eine super Einstiegschance haben. Und ja, die Dividende wackeln sehe ich auch nicht, weil man einfach noch viel Platz hat. Und ich glaube, das kann man durchaus sogar mal machen. Ist mir ehrlich gesagt noch nicht mal aufgefallen. Ich habe das wirklich nicht gesehen. Die Seitwärtsphase wurde ja auch verlassen. Dann ist es natürlich noch mal mehr Verkaufsdruck und jetzt hier wirklich eine sogenannte Fahnenstange nach unten, ohne mal eine Pause, ohne irgendwo zwischendrin mal wirklich zu, ja, ich sag mal, eine kleine Erholungsbewegung zu sehen, eine kleine Bärenmarktrallye, wenn man so möchte. Also tatsächlich bin ich hier bei dir und hier hat sich gerade etwas auf meiner Strong-Buy-Liste getan. Ich glaube, das kann man sich definitiv mal angucken. Philipp, das Überleg war ein mal, guter Hinweis. Ja. KBV von 1. Also aktuell kann man hier Intel wirklich 1 Euro Unternehmenswert für 1 Euro Buchwert kaufen. KUV 1,5. Also die Genau, Verschuldung also ist auch nicht mehr so hoch. Also es ist alles, wir haben und man darf eins nicht vergessen, Intel produziert richtig viel Cash. Also sie verdienen noch ja. richtig, richtig gutes Geld. Das ist, sie Genau. haben Also einen auf dem Umsatz. normalen, Niveau, wo es vorher war, war es für mich null interessant. Dafür war das Wachstum einfach zu gering. Aber mittlerweile auf dem Niveau, du sagst es ja selbst, die sind die Bewertungskennzahlen ja super attraktiv. Und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt ein Geschäft ist, was am Niedergang ist. Ja, das würde ich absolut ja, von mir abweisen. Das ist ja auch nicht der Punkt, sondern man ist ja weiterhin im Wachstumsmarkt tätig und da bin ich völlig bei dir. Ja. Du hast noch was Also hinzuzufügen? ich glaube, als spekulative Idee sind wir klar, das China-Risiko, auch hier wieder 26% der Umsätze werden in China erzielt. Diversifikation, man geht es an. Ich glaube, wenn man hier einen langen Atem hat, kann man hier, dass die Aktie wird in 5 bis 10 Jahren, könnte sie deutlich höher stehen. Davon gehe ich ganz stark aus. Ich möchte unsere Region, unsere Heimat Sachsen mal ein bisschen hervorheben und natürlich auch Hui. ganz Ostdeutschland zu meinem Top der Woche machen. Der Kohlekonzern LEEG will einen Gigasolarpark, den größten und ersten in Europa bauen, nämlich in der Region von Cottbus. Schon 2030 möchte das Unternehmen genauso viel Strom aus Solar- und Windenergie erzeugen wie heute aus Braunkohle. Und man wird in diesen alten Braunkohletagebau möchte man ja jetzt das ganze Thema, also Solar, Photovoltaik, einbauen. Und die Fläche, die man bebauen wird bis 2030, soll knapp 1000 Fußballfelder groß sein. Und das könnte natürlich auch nochmal eine, ja, Wirtschafts- und Aufstiegschance sein für die gesamte Region. Und das gefällt mir. Finde ich gut. Ja, klar, gerade die Region Cottbus ist, ich sag mal, sehr, sehr wenig dicht besiedelt. Also Cottbus selber vielleicht als, ne, als Stadt, aber der Rest rundherum ist jetzt eher mit weiten Wegen. Also gibt es wirklich viel Platz, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ist auch wichtig, da etwas zu tun, weil natürlich hier gerade auch die Old Economy noch ein großer Punkt ist. Und na klar, hier muss man sich irgendwie mal auf die Zukunft fokussieren und das sollte dann damit funktionieren. Mein Top der Woche kommt ebenfalls für die Zukunft super gut und zwar sehr, sehr gute Daten aus dem Pharmasektor, nämlich das Alzheimer-Medikament von Biogen und dem japanischen Pharmaunternehmen Eisai oder Eisai, ja irgendwie so. Gute Daten aus dem gesamten Sektor sind alle Aktien nach oben gegangen und allen voran natürlich die Biogen-Aktie mit 38% Kurssprung. Man kennt das, wenn man Biogen lange verfolgt, ist das eine Aktie, die sich irgendwo in einem, ja ich sag mal, Verdopplungs Chance immer wieder mit befindet, weil sie eben extrem runterfällt, dann wieder auf eine gewisse Basis und dann wieder durch neue Nachrichten nach oben katapultiert wird, dort sich einige Monate hält, um dann wieder runterzufallen. Aber jetzt könnte es vielleicht auch nachhaltig wieder zu mehr Wachstum kommen. Eisai stieg sogar um 134% kurzfristig und später dann standen trotzdem noch 68%, also auch hier sehr, sehr gute Nachrichten. Und dieses Medikament wurde an 1800 Teilnehmern also getestet, erprobt und diese Fortschritte, die es da gibt, sind eben die Verlangsamung des Voranschreitens der Krankheit,
Alzheimer, was natürlich wiederum sehr, sehr gut ist. Und diese Daten zeigen auch, dass man jetzt in die Zulassungsphase gehen kann, was natürlich dann hier an der Börse zu einer Feierstimmung für den gesamten Sektor geführt hat. Denn auch Eli Lilly und Morphosis arbeiten ja gemeinsam an einem Medikament gegen Alzheimer. Und auch hier sind die Aktien nach oben geschossen, weil natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs hier jetzt höher eingeschätzt werden kann. Alles sehr, sehr gut. Leider noch nicht das Medikament, was die Krankheit besiegt, aber zumindest schon mal deutlich am Voranschreiten hindert. Und das ist doch ein, ja, finde ich, würdiger Top dieser Woche. Und schön für alle, die in diesem Bereich investiert sind. Eli Lilly zum Beispiel hat neue Allzeithochs erreicht. Hut ab. Und ich sag mal, auch die anderen aus der Pharmasparte sind recht bullig unterwegs. Sie entziehen sich komplett der Korrektur am Markt. Sehr schöner Top der Woche. Mein Flop der Woche, ja, ich weiß, die Deutsche Bahn hier so ein Dauerthema. Jetzt haben sie bekannt gegeben, Marcel, sie werden die Preise erhöhen. Und Preiserhöhung, klar, kann man immer sagen, steigende Energiepreise, bliblablub. Ich hoffe natürlich, dass die Qualität ein bisschen steigen wird aufgrund dieser Preiserhöhung, die ab Dezember jetzt eintritt. Neueste Statistiken zeigen, Pünktlichkeit im Regionalverkehr 89%, sehr gut. Aber die Pünktlichkeit im Fernverkehr ist erstmals unter 60% gerutscht. Nur noch 56% aller Züge im Fernverkehr sind pünktlich. Und einen weiteren Flop möchte ich machen zur Deutschen Bahn, einfach zu der ganzen Personalpolitik. Man sucht ja einen neuen Chefkontrolleur und da könnte man ja meinen, Mensch, da kann man ja einen super guten, richtig guten, ambitionierten Manager nehmen, der auch Ahnung hat, der vielleicht vom Fach ist. Aber laut Medienberichten wird es Herr Werner Gatzer. Hast du diesen Namen schon mal gehört? Nein, nein. Was hat er bisher gemacht? Er ist im Bundesfinanzministerium und ist Staatssekretär. Und da frage ich mich, wieso, weshalb und warum. Also, Herr Gatzer, wenn Sie unseren Podcast hören, kommen Sie gerne in den Podcast und erklären uns, wieso Sie genau der richtige Mann sind, um einen Milliardenkonzern zu leiten. Mit Zahlen können Sie vielleicht umgehen oder auch nicht. Das wird nur Ihr Chef wissen. Aber ich bin einfach total schockiert, wieso ein Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Finanzministerium, auf jeden Fall der beste Mann sein soll, um den Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen. Kannst du mir das erklären? Naja, nicht der erste Politiker, der aus Abstellgleis in Anführungsstrichen gestellt wird. Ja, ne, was, also das kann ich dir auch nicht erklären. Kompetenz. Das wird doch wieder nichts. Also vielleicht hat er ja auch Kompetenz, ne? Also das kann ja durchaus sein. Gib mir ihm die Chance. Schauen wir mal. Es kann ja eigentlich auch nur noch besser werden. 56% sind eine Horrorzahl an Pünktlichkeit und die Deutsche Bahn wollte, glaube ich, über 80 damit kommen. Ob die Deutsche Bahn sich rühmen würde, wenn sie jetzt, was weiß ich, auf 66% steigen würden, boah, wir sind 20% pünktlicher als letztes Jahr? Ja, wahrscheinlich, ne? Das kann man sich nochmal feiern und dann direkt wieder vernachlässigen. Kommen wir schnell weg von der Deutschen Bahn. Mein Flop der Woche ist Ubisoft und vor wenigen Wochen war das noch eine Trading-Idee. Ich habe ausführlich nochmal gesagt, Trading-Idee, nicht Investment-Idee, ja, weil man natürlich hier ja den kurzfristigen Rebound hätte erwarten können. Das heißt natürlich bei Trading auch die Regeln einzuhalten, dass wenn ein gewisses Minus auftritt, dann auch wieder die Position zu schließen. Und am Donnerstagabend ging es dann 10% sogar nochmal runter und das aufgrund einer schwachen Nachricht. Und zwar hat man das angekündigte Piratenspiel Skull and Bones um mehrere Monate verzögern lassen. Also dieses Release wird eben nicht im November stattfinden diesen Jahres, sondern erst im März 2023. Und das da hast du ja jetzt nicht viel so Zeit bis März 2023, dich um andere Sachen zu kümmern. Ja, genau, damit bis ich dann endlich spielen kann, meinst du? Ja, ich alter Gamer. Genau, was ich aber interessant finde, ist, dass es keinen Einfluss auf den diesjährigen Umsatz haben soll, laut Management. Und da kam dann ein Analyst der City um die Ecke und meinte, dass mag schon sein, aber das liegt vor allen Dingen auch daran, dass man günstige, also für Ubisoft günstige Wechselkurse hat und genau deswegen das Ganze ausgeglichen werden kann. Jetzt wäre das nicht der Fall, würde das natürlich zu einem, zum negativen Effekt im Umsatz auch führen. Insofern, eher Glück, aber die Börse hat es erkannt, minus 10% ist natürlich dann schon heftig. Auch hier die Bewertung mittlerweile sehr, sehr günstig, also ich bleibe dabei, dass es sicherlich, wenn dieses Wachstum weiter so an sich geht, wenn das Unternehmen weiter so verläuft, natürlich auch immer in diesem Rahmen des Auf und Abs, was man eben so von Gaming-Publishern kennt, dann wäre das immer noch eine ganz gute Chance. Trotzdem, dieses fallende Messer sollte man auf jeden Fall sehr, sehr intensiv beobachten und nicht blind reinsteigen. Und wenn, dann absichern natürlich nach unten.
Wir sehen ja ein bisschen Konsolidierung aktuell in der Branche. Vielleicht ist man ja auch schon in Gesprächen bezüglich eines Mergers oder einer Übernahme. Nee, das hat man ja ausgesprochen wegen Ach so. Tencent. Tencent hatte ja diesen Anteil erhöht, dafür darf aber keine Übernahme und deswegen wird auch die Übernahme unwahrscheinlicher, weil Tencent ja einen großen Anteil an Ubisoft hält. Und deswegen ist ja für die nächsten Jahre, und das war ja auch der Grund für den ersten Abverkauf, dass man hier jetzt keine Übernahme irgendwo am Horizont sieht. Das Aber scheint das macht also das ja sehr unwahrscheinlich zu sein. noch unattraktiver, da in dieses Unternehmen zu investieren. Ja, also langfristig mit Tencent an Bord ist das natürlich jetzt eher, ja, ich sag mal, ein Geldgeber. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, wenn dann als Trading-Idee, nicht als Investment-Idee. Yes. Kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Depotrückblick. Und Marcel, was hast du geh- und verkauft? Erzähl mal. Da kann ich jetzt richtig lang ausholen und zwar nichts. Ich habe nichts gekauft, Philipp. Ich habe diesen Boah. Monat nichts gekauft. Einfach, ich habe weiter beobachtet. Meine Auch nichts Zukäufe sind ja eher nachgekauft, schon gar nichts. stattgefunden. Diesen Monat nicht. Das war alles noch im letzten Monat. Dort hatte ich ja ordentlich zugelegt, teilweise auch an guten Punkten, muss ich sagen. Auch im Teil ging es natürlich noch mal ein Stück weit runter. Aber insgesamt bin ich weiterhin zufrieden. Hab natürlich auf der Watchlist, da kommen wir ja dann auch noch gleich dazu, einige Nachkaufkandidaten, wo man nochmal schön nachsetzen kann, wo ich sehr überzeugt bin. Aber in diesem Monat, tatsächlich, in diesem Kalendermonat, ist nichts passiert. Ich habe nichts gekauft. Du hast aber sicherlich gekauft. Ja, ich habe Nike gekauft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ich hätte heute Morgen einsteigen sollen. Ecolab, volle Position voll gemacht. Realty Income, der Sparplan läuft, wird auslösen. Nächsten Monat gibt es ja auch die erste monatliche Dividende. Und dann natürlich wie immer den FTSE All World. Einfach stumpf ist Trumpf. Laufen lassen, den ETF-Sparplan. Ich glaube, das ist das Beste, was man jetzt machen kann. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, der das ganze Thema noch nicht so angeht, der sollte vielleicht, jetzt könnten sich hier gute Einstiegschancen auch ergeben. Ich habe ja bei unserem Werbepartner natürlich auch gekauft, Ecolab bei Just Trade. Da habe ich die komplette Position auch voll gemacht. Marcel, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es jetzt heute auch schon hören. Die Tonqualität ist eine andere, man sieht uns beide auch nicht. Ich sitze ja in Brüssel, du im wunderschönen Leipzig und nächste Woche sieht man uns dann auch wieder. Und dann werden wir auch nochmal den Trade zeigen, oder was heißt den Trade? Das Investment bei Just Trade zeigen. Nächste Woche gibt es dann auch wieder einen Aktiencheck und auch einen Depot-Roast. Also alles mit dabei. Und das Schöne war natürlich auch wie immer bei Just Trade, ich mache es mal kurz auf dem Handy, dass man immer ganz genau sieht, auch den Spread, also wie das ganze Thema dort ist. Und hier, ich kann es ja schon mal kurz vorab ein bisschen teasen. Also ich war, bevor ich gekauft habe, 7% im Minus mit meiner Ecolab-Position. Das ist natürlich immer das Schöne, dass man dann auch hier nochmal schön nachkaufen kann. Und ich habe, als ich dann gekauft habe, das war am Montag, 15:38 Uhr, also die Börsen in den USA waren schon offen, konnte ich mir dann auch angucken, wie liegen eigentlich die Spreads? Wie ist es zum Beispiel bei Lang und Schwarz, bei Quotrex oder auch bei TradeGate? Und ich habe bei Quotrex gekauft, die habe ich nämlich zu einem Spread von 0,31% gekauft. Und das Schöne ist natürlich auch hier, ab 500 € ist das Ganze gebührenfrei. Es gibt Sparpläne auf Wikifolios, auf ETFs. Man kann Kryptowährungen handeln und das Ganze als Web- und als App-Version. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Habe ich noch irgendwas vergessen, Marcel? Natürlich, und zwar, dass man sehr, sehr einfach sich einloggen kann mit einer einzigen kleinen Nummer, die per SMS kommt, um sich zu identifizieren und schon ist man eingeloggt und das geht da sehr, sehr schnell, was natürlich wiederum dafür spricht, dass man schnell handeln kann, wenn man eben handeln möchte. Und das gefällt mir super, super gut. Habe die Woche auch immer mal mich einloggen müssen und mal geschaut, wo man vielleicht nochmal nachschlagen konnte. Aber wie gesagt, ich habe erstmal nicht zugeschlagen diesen Monat. Finde es super. Wie übersichtlich das funktioniert, auch wie du schon sagst, Web und App und all das zu einem sehr, sehr guten Kostenpunkt. Und insofern kann man hier nur wärmstens empfehlen und wie du schon sagst, alles weitere in den Shownotes. Ach so, und ja, man hat natürlich auf die Cash-Position keine Negativzinsen mehr. Das ist nochmal ganz wichtig, weil das natürlich anfangs ein kleiner Betrag war und jetzt mittlerweile kann man auch ein bisschen Cash liegen lassen, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass dieser Betrag kleiner wird. Und verkauft habe ich nichts. Wie lief's denn in deinem Verkauft habe ich auch Depot? nichts. Verkauft habe ich auch nichts Sehr übrigens. schön, Also ich sehr habe nicht schön. gekauft, nicht verkauft. Ich war richtig anteilslos, habe nur zugeschaut. Und im Depot gab es tatsächlich doch gute Entwicklungen. Ein paar wenige. Ne, Erzähl. war natürlich jetzt eher ein roter Monat. Mit Zscaler, die natürlich nach Quartalszahlen sehr, sehr stark waren. Das Cybersecurity-Unternehmen hat 11% zugelegt im Depot.
Außerdem, und das ist das erste Mal, dass in diesem Top oder Flop überhaupt berichtet wird, Xirkel, diese Beteiligung bei Companisto, hat 19% zugelegt für mich. Das ist natürlich eine super Geschichte. Ja, auch hier tolle Entwicklung. Und Pinterest mit 24% auch auf Platz 1 diesen Monat, hat sich gut gehalten an einer sehr guten Stelle und ja, dementsprechend zu Recht auf Platz 1 für den Monat September. Dann wie ist bei dir gelaufen? Den Link zu Companisto packen wir natürlich auch noch in die Shownotes. Hier habt ihr die Möglichkeit, ab 250 Euro in Startups zu investieren. Und auch ein Startup aus der Höhle der Löwen ist aktuell jetzt in der Finanzierungsrunde. Also genau, wir sind gerade in der Terminabsprache, wann wir Hopper einladen, Hopper Mobility. Die waren bei der Höhle der Löwen und ich habe jetzt schon Kontakt. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Termin und dann gibt es hier auch das Sonderinterview mit dem Gründer. Sehr schön. Auf Platz 3 mit minus 4% McDonald's. Tatsächlich, ich gehe nicht mehr so oft zu McDonald's und seitdem geht es natürlich auch jetzt steil bergab mit dem Unternehmen. Thermo Fisher minus 4%, Constellation Energy plus 9%, also Atomkraft. In den USA scheint gefragter denn je. Ich würde gleich mit meinen Flops weitermachen. Und ja. Hier bitte ich zu entschuldigen, wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ich muss mal die absoluten Werte nehmen und nicht nur die zinsverfälschten Werte mit den Prozenten. Microsoft minus 13%, Realty Income minus 13%, tatsächlich minus 13% ohne Zinseszins. Da freue ich mich natürlich auch über einen Nachkauf. Und CrowdStrike minus 24%. Wie lief es denn bei dir? Oh ja, Realty Income ist ganz schön runtergekommen, ja. Wahnsinn. Oh, ist mir auch nicht aufgefallen, siehst du? Gute, du machst mir gute. Aufmerksam ich habe gerade schon gesehen, wie du skeptisch geschaut hast. Sind die wirklich so weit runtergekommen? Ja, ja, klar. Ist ja, ne? Aber dann sieht man auch, dass die Hypothekenunternehmen sind ja teilweise, haben auch die Dividenden schon gekürzt. Das merkt man jetzt, dass am Häusermarkt eben doch einiges passiert. Und das wird natürlich auch an den REITs nicht ganz spurlos vorbeigehen. Schöne Chancen, um langfristig hier einzusteigen. Realty hat die Dividende erhöht. Ja, ja, eben, genau. Also das, also es muss nicht schlecht laufen, aber der Markt nimmt natürlich hier ein bisschen was vorweg und zieht natürlich viele Unternehmen in Regress aus den jeweiligen Sektoren. Meine Flop 3 sind auf Platz 3 Adobe. Klar, nach der teuren Übernahme von Figma ist hier viel Skeptik drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Ich glaube, da hat man wirklich einen sehr, sehr wichtigen zukünftigen Konkurrenten übernommen. Ja, der Preis ist hoch, aber ich glaube, dass man hier starke Synergien erfüllen kann. Deswegen hier schon mal ein Unternehmen, was sehr reizt, nochmal nachzukaufen. Nvidia ging auch nochmal stark runter. Auch hier fast 30% eingebrochen. Tut erstmal an sich weh, keine Frage. Immer noch eine große Position im Depot, aber auch hier vielleicht eine schöne Chance, um nochmal aufzustocken. Auch Generac hat überraschenderweise stark federn lassen. 32% ging es hier runter, war ja aber auch nur eine erste kleinere Position, die ich hatte. Hier überlege ich ja ohnehin, irgendwann wieder aufzustocken. Also das kann im Prinzip, ja, das eilt jetzt nicht unbedingt in meinen Augen. Was macht dein gesamtes Depot? Wer ist top? Also auf Platz 3 mit 77% Microsoft, Paychex 105% und CrowdStrike 268%. Also es hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass Microsoft ganz schön zurückgekommen ist. Wie ist es denn bei dir? Ja, bei den Top 3 hat Nvidia jetzt quasi die Position verlassen, ist jetzt rausgerutscht, aber nicht so schlimm, nur ganz knapp. Alphabet jetzt Dritter mit 97% plus, Amazon mit 198% auf Platz 2 und Apple mit 235% immer noch tragend und immer noch weit, weit oben. Ja, hat sie also auch nicht allzu viel getan, außer dass Nvidia aus den Top 3 rausgefallen ist. Bei den Flop, und da mache ich direkt mal weiter, hat sie auch nicht viel geändert. Aumann, der Klassiker, ist aber nur noch Platz 3 mit minus 82. Dann ansonsten natürlich die kleinen Positionen von Social Chain und Biko, die ja noch etwas über 90% im Minus sind. Ja, abgeschriebene Positionen, ne? Gehört dazu zum Investieren hier und da. Wenn man es ein bisschen risikoreicher hat, muss man auch damit leben, dass mal was schief läuft. Alles aber jetzt keine Riesenpositionen, die natürlich jetzt auch nicht allzu sehr stark wehtun. Was hast du denn als Flop insgesamt im Depot? Als Flop insgesamt minus 7% auf Platz 3 Ecolab, Nike minus 9% und Realty Income minus 13%. Also völlig in Ordnung. Realty Income wird ja auch schon nachgekauft. Ist ja Sparplan, ne? Genau, richtig. Also so lange, bis ich 10 Euro im Monat dann habe und dann einfach selbstständig sich das ganze Thema entwickelt. Wie schaut es denn bei dir aus? Die Depot-Performance, die war bei mir mit minus 8,25% oder 8,25%, ich sag mal, nicht wirklich gut,
Aber okay, ne, war halt einfach auch nochmal auf die Tiefs zurückgedippt und das ist ja absolut okay. Und wenn die jetzt nicht deutlich tiefer gehen, kann ja auch sein, dass wir jetzt einen doppelten Boden sehen. Werden wir sehen. Es liegt in der Zukunft, können wir also nur erahnen. Dann schauen wir mal, wie sich eben jetzt hier das letzte Quartal noch entwickelt. Und dann ist das Jahr hoffentlich auch bald vorbei. Wie ist es bei dir gelaufen? Ja, bei mir, also -12%, aber wir hatten ja schon, wie gesagt, darüber gesprochen. Ich muss das mal mit absoluten Werten machen. Also ab nächsten Monat wird es dann mit absoluten Werten dann auch passieren. Wir haben beides nicht geschafft, den MSCI World zu schlagen. -8%, da sieht man natürlich auch wieder, es macht einfach Sinn, einen ETF-Sparplan zu haben, weil man meistens immer besser abzielt oder den Markt einfach auch. Es ist schwierig, den Markt outzuperformen. Und man kann natürlich hier Naja, einfach zumindest von Monat langfristig zu Monat, nachsparen. ne? Genau, man kann aber trotzdem dann hier, wenn natürlich für alle, die langfristig in meinen Sparplan investieren, kann sie natürlich jetzt auch nochmal 8% mehr Anteile einsacken an der Weltwirtschaft. Dividenden, ich würde mal anfangen. Constellation Energy gab es. Persönliche Dividendenrendite jetzt 0,93%. McDonald's 1,8% persönliche Dividendenrendite. Microsoft 1,54%. Und Visa 1,27. Visa erwarte ich ja jetzt nochmal eine Erhöhung zum Dezember. Welche Dividenden gab es denn bei dir? Ja, anschließend kam ich bei Visa und Microsoft. Da gab es eben Dividenden. Dann Houlihan Lokey hat bezahlt. NextEra Energy, Nvidia gab es eine Kleinigkeit. Und zuletzt jetzt noch T. Rowe Price Group, die ebenfalls Dividende gezahlt hat. Weiterhin sehr, sehr attraktiv, wie ich finde, die T. Rowe Price Group. Aber ja, das sage ich ja schon immer und immer wieder. Wer darf es als nächstes sein, lieber Philipp? Wer steht auf deiner Kaufliste ganz oben? Tatsächlich wahrscheinlich Intel. Ja, kurz, kurz und Kurz und schmerzlos, schmerzlos. Intel. Ich suche ja noch Dividendenwachstumswerte. Ich suche ja auch solide Unternehmen, die wirklich stark runtergekommen sind, wo ich aber auch noch glaube, dass sie in 10 Jahren einfach besser dastehen werden. Und ich glaube, diese ganze Strategie, ich werde mir nochmal den Investorentag auch nochmal anhören. Und ja, ich glaube, langfristig in einem großen Depot kann man mit Intel nicht viel falsch machen. Wie ist es denn bei dir? Ja, meine Kaufkandidaten ja, sind natürlich eine große Liste mittlerweile, muss man sagen. Da kann man natürlich noch viele, viele Schnäppchen abjagen. Und nach wie vor bin ich bei Accenture auf der Lauer, aber hier gab es neue Tiefs, deswegen halte ich mich hier noch fern. Snowflake hält seinen kurzfristigen Aufwärtstrend weiter. Auch das ist spannend, aber eigentlich noch viel zu teuer für das, was sie machen. Oder in meinen Augen zu teuer. Denner hier ist natürlich immer ein Thema. Da mal die Chance zu treffen an dem richtigen Moment und Clearfield, die sich damit beschäftigen, Glasfaserausbau und das alles sehr, sehr, ja, ich sag mal auch logistisch deutlich schneller umzusetzen und da sind sie eben sehr, sehr stark drin, sehr führend, habe ich auch schon lange auf der Watchlist, sind gut gelaufen und hier wäre natürlich ein Rücksetzer auch mal interessant, um einzusteigen. Ansonsten natürlich die Nachkäufe, die möglich sind mit Adobe, Nvidia, Alphabet, Netflix, also gibt es viele, viele Punkte. Daher, ja, festlegen kann ich mich an diesem Zeitpunkt noch nicht. Musst du Schwierig. natürlich auch nicht. Gott sei Dank. Nur Gott sei Dank. Investment-Idee, ich mach's kurz. Also, ich glaube, ihr habt es mitbekommen. Es gibt eine Aktie, von der ich heute sehr, sehr schwärme. Und das ist die Aktie von Intel. Ja, das ist absolut gerechtfertigt, kann ich nachvollziehen. Und meine Investmentidee heute ist SPS Commerce. Sie halten sich doch relativ stark für ein Tech-Unternehmen, muss man sagen. Und was machen Sie? Sie sind Spezialist für das Supply Chain-Lösungen, also sprich die Lieferketten. Und die sind weiterhin ja angespannt, beziehungsweise wer liefern kann, wird, ich sag mal, auch am Markt natürlich eine gewisse Beständigkeit haben. Deshalb glaube ich an einem guten Zuwachs bei SPS Commerce von Kunden, die hier die Lösung von SPS Commerce auch nutzen werden. Also das Wachstum blieb auch stark, die Zahlen waren gut. Und ich glaube, dass trotz dieser aktuellen hohen Bewertung, das zeigt vielleicht auch ein bisschen die Robustheit des Geschäfts momentan oder auch die Stabilität und natürlich auch die Brisanz des gesamten Sektors. Und ich glaube, aus sehr langer Sicht könnte SPS Commerce mit einer Kapitalisierung von knapp 4 Milliarden durchaus ein echter Player in diesem Bereich werden, der starke Relevanz hat. Das etwas spekulativ, aber finde ich, gerade weil sie auch gut halten, eine interessante Geschichte, auch bei mir auf der Watchlist übrigens. Wie schaut es denn aus mit Quartalszahlen nächste Woche? Ja, nicht mehr viel. Ne? Also da gibt es wirklich nur noch ein paar wenige, die berichten werden. Die richtige Saison, ich mein neues Quartal, geht dann eh bald los. Und dann gibt es eben Mittwoch noch Zahlen von Tesco oder eben am Donnerstag noch Constellation Brands, Levi's und Conagra.
Ansonsten ist die Woche relativ leer, was die Quartalszahlen betrifft. Aber Zahltage gibt es bestimmt. Definitiv. Montag, Coca-Cola, Nike, Total Energies, McKesson, FedEx wird bezahlen, Albemarle, Baxter. Dann haben wir am Dienstag Kimberly Clark, Iron Mountain. Am Mittwoch Lam Research, HP. Am Donnerstag GlaxoSmithKline, NXP, Vici Properties. Da werde ich auch nochmal die wieder erhalten. Chubb am Freitag, Merck und Hewlett Packard Enterprise wird auch bezahlen. Also sehr, sehr viel. Marcel, wirst du, kurze Frage noch an dich, wirst du denn am Sonntag noch ein Format wie zum Beispiel ein Chartcheck mal wieder rausbringen? Hast du Kapazitäten? Ja oder nein? Ja, sehr wahrscheinlich kommt am Sonntag dann der Chartcheck. Genau. Sehr also schön. Da gebe ich mir Mühe. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und jetzt wünschen wir euch einen guten Start in dieses Wochenende und ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf und genau. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.